Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Mein Name ist Michael Sperber. Die meisten Leute, die mich kennen, sagen Mike zu mir. Ich bin verheiratet, ich habe zwei Töchter, 12 und 14 Jahre alt und lebe in Tübingen in Süddeutschland. Was machst du? Auf meiner Visitenkarte steht der Name der Firma, für die ich arbeite, Active Group, und das Wort Geschäftsführer. Und das heißt, ich mache alle möglichen Sachen. Ich entwickle Software, zum Teil mit, aber habe natürlich viele Sachen zu tun, die mit Unternehmensführung zu tun haben. Versuche hier irgendwie die Verwaltung einigermaßen am Laufen zu halten und versuche das Personal zu betreuen. So Geschäftsführersachen halt. Wie bist du da hingekommen? Ich glaube, der erste wichtige Eckpfeiler ist, dass ich mal beim Bundeswettbewerb Informatik in den 80er Jahren teilgenommen habe und dort viele andere Leute kennengelernt habe, die sich mit Computern beschäftigen. Das war damals noch so eine totale Nische, aber das hat mich sehr motiviert, damit eben weiterzumachen. Ich habe dort damals viele Leute kennengelernt, mit denen ich lange befreundet war. Wir haben auch zu 10 Leuten aus dieser Endrunde ein Buch zusammengeschrieben über Computergrafik. Das war so Anfang der 90er Jahre. Und mit einigen von denen bin ich immer noch heute gut befreundet. Das war also eine wirklich sehr nachhaltige Station einfach in meinem Leben. Danach, nach dem Abitur, habe ich eine relativ traditionelle IT-Karriere hingelegt. Das heißt, ich habe Informatik studiert und noch ein bisschen Mathematik. Ich war eine Zeit lang dann in der Forschung an der Uni und in der Ausbildung dort, insbesondere die Anfängerausbildung betreut, und bin danach einige Zeit Freiberufler gewesen, freiberuflicher Softwareentwickler im weitesten Sinne. Und bin danach zu Active Group gekommen, zunächst als technischer Leiter und dann später eben auch als Geschäftsführer. Und da in dieser Position bin ich jetzt seit, ich glaube, 9 oder 10 Jahren ziemlich hängen geblieben. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Ich glaube, ehrlich gesagt, hatte damit zu tun, dass ich als kleiner Junge, so als 10-, 11-Jähriger, habe ich so eine Sendung im dritten Programm geguckt, die hieß Hobbythek. Moderiert von so einem ganz markanten Menschen häufig. Jean Pütz hieß der hatte so einen ganz speziellen und großartigen Schnurrbart. Und die Hobbythek war einfach eine fantastische Sendung, weil sie gezeigt hat, wie man Sachen selber bauen kann. Alle möglichen Sachen. Und viele Sachen davon eben mit Elektronik. Und die hatten also wirklich so einen Anteil eben, wo es um Digitalelektronik ging und haben dazu auch Bücher rausgegeben. Und das hat mich irgendwie als kleiner Junge total fasziniert. Und ich habe dann auch viele so digitale elektronische Schaltungen gebaut und nachgebaut. Und schließlich, glaube ich, haben meine Eltern das natürlich irgendwie bemerkt, dass der Sohn so nerdige Interessen hat, und haben mir einen Computer gekauft 1983 und den in den Keller gestellt. Und danach habe ich einfach viel Zeit im Keller verbracht. Und so Computerspiele haben mir eigentlich nie Spaß gemacht besonders. Insofern habe ich mich viel damit beschäftigt, diesen Computer zu programmieren. Und das war eigentlich seitdem konstanter Begleiter in meinem Leben. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Da gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Also zunächst mal ist es so, dass die Active Group Software entwickelt und wir uns ständig Gedanken darüber machen, wie die Architektur dieser Software aussieht. Das ist für uns vielleicht noch eine bisschen andere Herausforderung als für andere, weil wir sogenannte funktionale Programmierung verwenden, also spezielle funktionale Programmiersprachen und Programmiertechniken und auch Architekturtechniken, die damit zusammenhängen. Und das ist noch ein sehr junges Gebiet und vieles zur funktionalen Softwarearchitektur ist noch nicht wirklich zusammenfassend aufgeschrieben oder auch bekannt. Insofern speisen wir eben es aus viel Folklore und aus vielen Forschungspapern und Vorträgen und Blogposts und so, die da so sind. Und insofern haben wir viel in der Firma damit zu tun, uns tatsächlich aktiv Gedanken darüber zu machen, wie tun wir am besten profitieren von der funktionalen Programmierung, was wirklich großartig ist, im Rahmen von realistischen großen Softwareprojekten. Das ist so der inhaltliche Bereich. Und anderer Bereich ist, wir machen viele Schulungen im Bereich Softwarearchitektur, also sowohl in der Architekturgrundausbildung als auch eben so bei fortgeschrittenen Schulungen zur funktionalen Softwarearchitektur beispielsweise. Und da unterrichte ich auch einige davon. Das ist auch was mir nach wie vor große Freude bereitet. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Ja, wenn man alt genug ist, hat man viele schlimme berufliche Momente. Aber was wirklich hängen geblieben ist, glaube ich, ist so ein Projekt, was wir mal hatten von einem öffentlichen Auftraggeber. Und wir sind da sehr enthusiastisch reingegangen. Wir hatten eine Ausschreibung gewonnen, zufällig eine, wo schon klar war, dass wir funktional programmieren können würden. Insofern gab es auch nicht so viele Bewerber, das war schon mal super. Für 7 Jahre, und wir haben uns auch eigentlich gut mit den Auftraggebern verstanden, aber je länger das Projekt lief, desto mehr ging unsere Vorstellung, wie wir das Projekt effizient bedienen können, auseinander von denen des Auftraggebers. Und wir waren in Prozessen gefangen, die wahnsinnig ineffizient waren, die uns keine Freude gemacht haben. Die Auftraggeber haben immer wieder in die Technik eingegriffen.
an Stellen, wo es, glaube ich, besser gewesen wäre. Sie hätten es nicht gemacht. Und so haben wir uns eben aneinander aufgerieben. Und wir sind trotz großer Bemühungen, ich glaube, auf beiden Seiten einfach menschlich und inhaltlich überhaupt nicht zueinander gekommen. Und das war sehr, sehr ernüchternd für mich. Also auch wirklich, das hat mir lange, lange nachgehangen, dass man, also, dass wir einfach überhaupt nicht zusammengekommen sind. Ich kann mir vorstellen, auf den Auftraggebern ist, sie sehen sozusagen die spiegelbildliche Seite ganz ähnlich. Trotzdem, glaube ich, ist noch so die Seite, dass ich so als Steuerzahler mal gedacht habe, Mensch, also so ist das, also da wird man sich ja wünschen, dass das Geld irgendwie effizient ausgegeben wird. Und wenn dann spätestens der Auftragnehmer kommt und sagt, das ist jetzt irgendwie teurer, als es sein müsste, dann sollte man irgendwie die Ohren spitzen. Aber das war einfach gefühlt einfach egal in dem Projekt. Ja, war nicht so gut. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Ich glaube, es war das öffentliche Reden. Ich habe mal einen Austausch ja in den USA verbracht und habe dort in so einer AG, würde man hier sagen, in so einem Performing Arts Club mitgemacht. Und das war so ein Ding, da ging es um verschiedene Disziplinen und meine Disziplin war Reden zu halten über internationale Politik und da gab es auch Wettkämpfe. Also man ist dann immer auf der zu anderen Schulen hingefahren und ist dort angetreten gegen andere Leute, die es auch gemacht haben. Also man hat aus so einem Topf so einen kleinen Zettel gezogen mit einer Fragestellung zur internationalen Politik. Hatte ich, glaube ich, weiß nicht, 7 Minuten Zeit. Nee, 20 Minuten Zeit, um eine 7-minütige Rede, glaube ich, vorzubereiten und die dann eben von der Jury zu halten. Und das wurde auch richtig trainiert, wie so eine Sportart. Und da, glaube ich, hatte ich so den ersten Kontakt mal öffentlich wirklich zu reden. Und das ist heute natürlich auch noch relevant, weil ich doch gelegentlich Vorträge halte auf Konferenzen, insbesondere auch zur Softwarearchitektur. Und natürlich auch, wenn man Vorlesungen hält an meiner Zeit in meiner Uni oder eben Schulungen macht, dann ist das eine Sache, die mir auch zugute kommt. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Also mal abgesehen davon, überhaupt so eine Firma zu führen, das ist schon ziemlich viel Beschäftigung. Hatte ich ja schon erwähnt, dass wir eben das viel von dem Wissen, was es gibt zur funktionalen Softwarearchitektur, einfach noch verstreut ist. Und jetzt bin ich in der glücklichen Lage, endlich das Buch zur Anfängerausbildung und zur funktionalen Programmierung, in dem ich schon lange arbeite, habe ich jetzt gerade letzte oder vorletzte Woche beim Verlag abgegeben. Und insofern wird jetzt das nächste große Projekt sein, eben dieses gesamte Wissen, was sich bei uns auch in der Firma aufhält, zur Softwarearchitektur zu sammeln und mal in irgendeiner Form verdaubar zu machen, vielleicht auch in einem weiteren Buch. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Ich weiß nicht, ob es die Einschränkung an meinem Beruf ist. Also mein Beruf ist ja Geschäftsführer und nicht Softwarearchitekt. Und als Geschäftsführer ist eigentlich positiv, dass ich ja Zugang habe zu allen Bereichen des Unternehmens und mich überall einmischen kann. Und die Einschränkung ist aber, dass es natürlich zu viele Sachen sind, als dass man in jedem Softwareprojekt mitprogrammieren kann, obwohl es mir wahnsinnig viel Freude machen würde, und an jeder Entscheidung mitmachen kann. Das sind aber alles Sachen, die ich gerne mache. Wir machen einfach zu viele Sachen an meinem Job als Geschäftsführer, zu viel Freude, als dass ich in der Lage wäre, die effizient zu delegieren. Das steht natürlich nochmal an und das wird ohne Zweifel ein schmerzhafter Prozess werden. 3 Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Also ich glaube, also mindestens 2 Ratschläge, würde ich sagen, könnte ich mir immer noch geben heutzutage. Also ich glaube, der erste wäre, ich war als 18-Jähriger auf jeden Fall noch so einfach so ein klassischer Nerd. Und ich war so in meiner eigenen Welt mit Computern und Digitalelektronik und Zeug. Und ich konnte nicht besonders gut mit anderen Menschen reden. Und ich glaube, mein Rat wäre, sich noch mehr auf andere Menschen einzulassen. Einfach auch mal die Klappe zu halten, wenn die reden, nicht über die drüber zu bügeln und einfach mal zuhören, vielleicht auch einfach mal Pause machen, bevor man schon gleich die nächste revolutionäre Idee zum Besten gibt, sondern einfach mal zuhören und wirken lassen, wäre, glaube ich, so das erste Ding. Da kann man enorm viel profitieren und es geht einem auch besser dabei. Das zweite ist, dass ich glaube, also ich bin in der funktionalen Programmierung unterwegs, das ist so ein sehr spezieller Bereich. Und der ist so ein bisschen insulär und auch viel mit Hubris verbunden. Wir denken immer, dass wir so die besten Lösungen für alles haben. Und insofern hat es lange gedauert, bis ich gemerkt habe, viele andere Leute wissen auch Sachen übers Programmieren, die wertvoll wären für mich, aber von deren Existenz ich noch nicht mal was wusste. Und je mehr ich so auf Konferenzen rumhänge oder mit anderen Leuten rumhänge, die sich mit Softwarearchitektur beschäftige, desto mehr merke ich, dass die eben wertvolle Dinge zu sagen haben. Und es tolle Bücher gibt, Blogposts und alle möglichen Materialien. Und das sehe ich aber bei vielen anderen Leuten auch, ne? Dass sie einfach viele Sachen nicht wissen in der Softwareentwicklung, in der Architektur und davon aber profitieren würden, die zu kennen. Und insofern würde ich sagen, noch mehr Zeit damit zu verbringen, sich umzuschauen, zu gucken, was andere Leute zu bieten haben und von deren Erkenntnissen und natürlich auch von deren Fehlern zu profitieren.
Und das dritte Ding, ich glaube, das habe ich so ein bisschen umgesetzt, das habe ich aber, hätte ich gewünscht, dass ich als 18-Jähriger das schon vorher gemacht hätte, ist Ordnung halten. Also irgendwann, da war ich aber schon so Mitte, Ende 30, habe ich gemerkt, so es türmen sich so die Papierstapel mit irgendwelchem Zeug für die Steuer, noch ein Paper, was ich lesen wollte. Ne? Also ich hatte tatsächlich an der Seite meines Arbeitszimmers waren einfach doppelt so große Papierstapel mit Sachen, die ich irgendwann mal lesen oder bearbeiten wollte, ungeordnet. Und ich hatte einfach den Überblick verloren. Und dann hatte ich so eine kleine Epiphanie. Ich habe so ein kleines, sehr populäres Buch gelesen, Getting Things Done, das einfach sagt, also ganz kurz zusammengefasst ist die Message, Ordnung ist schon eine gute Sache. Und daraufhin habe ich angefangen, eben diesen ganzen Krempel zu ordnen. Und zumindest in so einer Semi-Ordnung ist das immer noch vorhanden und erlaubt mir, so meinen Alltag einigermaßen zu bewältigen. Und das würde ich also auch jedem und jeder empfehlen, doch mal zu überlegen, dass man also auch kreativ arbeiten kann, auch wenn man Ordnung um sich hält. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Also wir reden ja über Softwarearchitektur. Und ab und zu treffe ich Leute, die sagen, naja, Softwarearchitektur, sie muss ja nur, also du kommst immer, ne, wir kommen ja in der funktionalen Softwarearchitektur, kommen wir häufig mit Ideen, die zu tun haben mit Abstraktion, vielleicht auch mit Mathematik. Und manchmal sagen Leute uns, du Mike, das ist hier, wir haben so eine ganz bodenständige Anwendung, die ist ganz klar begrenzt, ne, hier so Kasten drumherum und so, da brauchen wir das alles gar nicht, ne, da brauchen wir keine fancy Softwarearchitektur, da brauchen wir nur gerade, was eben gerade gut genug ist und billig. Und jetzt ist es aber so, dass Software eigentlich fast immer länger lebt, als man denkt. Gerade die Sachen, wo man eben sagt, das ist eigentlich nur so eine Überbrückung von A nach B und wenn B kommt, dann schmeißen wir das alles wieder weg. Ganz häufig passiert das nicht. Und dann lebt diese Software länger und wir müssen sie länger warten, wir müssen sie noch länger erweitern. Und dann profitieren wir natürlich davon, wenn diese Software wartbar ist, wenn wir sie verändern können, wenn wir an der Struktur der Software erkennen können, wo wir ansetzen müssen, um bestimmte Funktionalität zu erweitern, um irgendwelche anderen Qualitäten zu verbessern, irgendwas in der Richtung. Und darum würde ich sagen, es ist immer eine gute Sache, in die Softwarearchitektur zu investieren und auch Sachen, die erstmal klein anfangen und die vielleicht eigentlich nicht lange leben sollen, so zu strukturieren, dass man sich auch in vielen Jahren vielleicht damit noch wohlfühlt. Und ganz konkret bedeutet das natürlich, dass man die Bestandteile seiner Softwarearchitektur immer so weit wie möglich entkoppeln sollte. Also wenn man das in einen Satz zusammenfassen würde, würde ich sagen, always be decoupling. Das wäre eine gute Richtschnur, wenn man es mit Software eben zu tun hat. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich eben öffentliches Reden gemacht habe, als ich in den USA war. Das habe ich so ein bisschen fortgeführt. An der Uni, am Unitheater habe ich lange Zeit gespielt und wir haben damals ein Ensemble gegründet. Das gibt es noch heute. Das ist leider über ganz Deutschland verstreut und so machen wir alle paar Jahre nur eine Produktion. Das ist aber was, was mir wahnsinnig viel Freude macht mit allem, was damit zusammenhängt. Man immer auch mal wieder neue Sachen lernt. Gesangsstunden beispielsweise für die letzte Produktion hat mir viel Spaß gemacht. Und in so meiner alltäglichen Freizeit mache ich als Sport gerade im Moment ziemlich viel Ballett. Und das kann ich jedem empfehlen, also auch wenn man nicht unbedingt so auf so rosa und so Sachen steht. Aber ich bin doch immer ganz beeindruckt, dass auch in meinem Alter so körperlich man Sachen noch hinkriegt, die man eigentlich vorher nicht für möglich gehalten hat. Und das einen fit hält und viele orthopädische Probleme hat das gelöst. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß und Freude. Also wenn ihr mal was Neues ausprobieren wollt, macht immer Ballett.